Lalala. Ne, was ist das da hinten? Okay, also man kann das Schiff nicht die Klippe runterstürzen lassen, denke ich mal. Oh oh. Oh oh. Wenigstens weiß ich, wo ich hin muss. Ey, kann er mal aufhören damit? Nervt ein bisschen. Alle 2 Sekunden sind. So, jetzt da runter. Wow. Hätte das auch ins Auge gehen können? Alter. Dann ist Iridium, was ich eigentlich nicht brauche, aber ich nehme es trotzdem. Ey. Halten. Das Schiff dreht ja völlig ab. Wir sind da, Mainframe. Oh oh. Haben wir jetzt aus dem Mainframe die nötigen Informationen geholt? Wäre am besten, ne? Oh. Oh, scheiße. Das war knapp. Die Musik. Ich liebe es. Gut. Commander, Sie haben auf ja, ich weiß, ich weiß. Eine Nachricht erhalten. Ein erstaunlicher Fund. Wie viel ist das aus? Okay. Commander Shepard, wir möchten uns für die Beschaffung der Daten der MSV Estevanico bedanken. Sie zeigen, dass das Schiff von Söldnern des Blood Packs und Watcher-Soldaten angegriffen und überrannt wurde. Vom Datum her zu schließen, war das die erste Allianz-Crew, die dem Watcher gegenüberstand. Sie hatten bestimmt alle große Angst. Wir schicken jetzt Bergungstrupps los, um so viel wie möglich für das Museum zu bergen. Nochmals vielen Dank für Ihren Einsatz. Moment mal, das Schiff ist die Klippe runtergestürzt. Das sind alle Einzelteile jetzt kaputt gegangen. Willst du mich verarschen? Ja, gut. Was du meinst? Okay, wir können speichern. So, ja. Ja, dann such ich mal weiter, ne? Ist schon klar. Ja. Wir sehen uns. Okay, Leute, ich höre erstmal auf. Wir sind in der Milchstraße, also in unserer Galaxie, so heißt die. Und ja, wo gehen wir hin? Tuchanka? Was, Tuchanka? Tuchanka, Tuchanka, nee. Außenzone. Machen wir. Also jemanden helfen mal vorerst nicht. Ich glaube, ich könnte mit einem anderen Char, also ich erstelle mir einen neuen Char und dann spiele ich das Spiel nochmal gut, natürlich offscreen, und könnte dann die Missionen, dann, die mache ich dann auf jeden Fall natürlich, ist ja klar, aber wir sind böse, also sollten wir dem wohl eher nicht helfen, dann würde ich das dann vielleicht aufnehmen. Nochmal als extra so ein bisschen. Soll ich das machen? Dann schreibt es in die Kommentare. Ja, die Justika. Ne, die Attentäterin. Rekrutieren wir zuerst die Attentäterin. Das hört sich doch nett an. Die Attentäterin. Ja, ja. Ah, ich erforsche erstmal die Planeten. Nein, ich scanne die jetzt nicht. Da habe ich gerade keine Lust zu. Hier. Ja. Ist gut. So, dann dieser Planet. Und gibt's hier außen noch welche? Mal sehen. Blub, 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 blub. Ne. Gut, da war nur das Massenportal. Okay. Und dieser Planet. Und dann fehlt uns noch einer. Wo ist der? Achso, das Ilium. Ja. Gut. Dann landen wir. Das ist wieder so eine doppelte Mission. Wie bei Omega. Wir sind auf unserem zweiten Planeten.
Vielleicht ist es ja mal ein friedlicher Planet. Dann wären wir auf unserem ersten friedlichen Planeten. Wäre auch mal nett. Komisch, warum wollte Fraps denn jetzt nicht mehr aufnehmen? So, egal. Garrus und Grund annehmen. Also ich weiß nicht, wann ich mir den neuen Char erstelle. Also ich mache es auf jeden Fall. Ich denke mal, ich werde es nach der Aufnahme hier machen oder so. Muss mal gucken, wann ich das mache. Ja. Okay, mach. Ja. Beenden. Okay. Können natürlich auch eine Art Let's Replay machen. Ja, das ist ein friedlicher Planet. So eine Art Let's Replay, also ich spiele das Spiel auf der einen Seite mit dem bösen Char durch und auf der anderen mit einem guten. Soll ich das machen? Dann habe ich aber noch ein Let's Play praktisch gleichzeitig im Laufen. Dann schreibt auch in die Kommis. Aber ich denke mal nicht. Willkommen in Nos Astra, Commander Shepard. Wir wurden angewiesen, alle Andock- und Verwaltungsgebühren für Ihren Besuch zu erlassen. Das mein nett. Name ist Karina. Wenn Sie Informationen über die Umgebung benötigen, wäre es mir eine Freude, Ihnen behilflich zu sein. Wer hat Sie angewiesen, auf die Gebühren zu verzichten? Ja, das interessiert mich Der auch. Befehl kam von Liara Tissoni, die alle Gebühren für Sie bezahlt hat. Moment mal. Sie hat auch darum gebeten, dass ich Sie zu ihr führe, sobald Sie Zeit dazu haben. Sie ist in der Nähe der Handelsebene. Okay. Danke. Ich heiße Sie erneut in unserer Stadt willkommen, Commander, und wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Lira Zoni ist eine Wissenschaftlerin aus Talan. Laut Bericht hält sich eine Justikarin namens Samara in diesem Hafen auf, Shepard. Ihre frühere Teamgefährtin Liara Tissoni könnte mehr wissen. Ihr Büro liegt über der Handelsebene. Sie könnten mit ihr auch über den Aufenthaltsort von Thane Krios sprechen, dem Attentäter in ihrem Dossier. Ja, Liara Tissoni ist aus Teil 1. 25! Bei 25 verkaufen! Mit ihr konnte man auch eine gewisse Szene machen. Eine gewisse Liebesszene. Keine näheren Informationen. Hallo, Commander Shepard. Liara wird sich freuen, Sie zu sehen. Wie ist Liaras Ruf hier auf Ilium? Sie ist hoch angesehen. In nur wenigen Jahren hat sie ein respektables Netzwerk von Verbindungen angelegt. Sie könnte aber noch weitaus mehr politischen Einfluss haben, wenn sie sich weniger auf ihre persönlichen Ziele konzentrieren würde. Aber davon sollte sie ihnen erzählen, nicht ich. Wir reden später weiter. Natürlich, Commander. Nein, wir reden nicht mit ihr weiter. Warum sollten wir nochmal mit ihr reden? Sieht aus, vielleicht bescheuert? Haben Sie schon mal eine Asari-Kommandoeinheit bekämpft? Wenige Menschen können das behaupten. Ich mach's mal ganz einfach. Entweder Sie bezahlen mich, oder ich ziehe Ihnen bei lebendigem Leib die Haut ab. Nur mit meinen Gedanken. Shepard! Nixeris, alle Anrufe abwimmeln. Shepard. Meine Quellen sagten zwar, dass Sie am Leben sind, aber ich habe es nicht geglaubt. Es freut mich sehr, Sie zu sehen. Es freut mich auch, Sie zu sehen, Liara. Wie geht es Ihnen? Gut. Ich arbeite als Informationsmaklerin. Ich bezahle damit meine Rechnungen, seit Sie... naja, also in den letzten 2 Jahren. Und jetzt sind Sie zurück und bekämpfen zusammen mit Cerberus die Kollektoren. Allgemein bekannt ist das gerade nicht. Dass Sie am Leben sind, auch nicht, Shepard. Informationen sind jetzt mein Geschäft. Und wenn Sie jemanden suchen, helfe ich gern mit Informationen weiter. Was ist mit Ihnen, Liara? Ich könnte bei dieser Mission Ihre Hilfe gebrauchen. Ich kann nicht, Shepard. Tut mir leid. Ich habe hier Verpflichtungen. Dinge, die ich erledigen muss. Was müssen Sie denn alles erledigen? Sind Sie in Schwierigkeiten? Nein, keine Schwierigkeiten. Aber in den 2 Jahren ist viel passiert. Während Sie weg waren, war ich beschäftigt. Und ich muss Schulden begleichen. Hören Sie, wenn Sie mir schon helfen wollen, ich brauche einen erfahrenen Hacker, dem ich vertrauen kann. Mich?
Wenn Sie an bestimmten Stellen auf Ilium die Sicherheitsvorkehrungen lahmlegen, könnten Sie mir die Information beschaffen, die ich brauche. Das würde mir sehr helfen. Wenn es Ihnen hilft, werde ich mich darum kümmern. Wenn Sie sich an so einer Stelle reinhacken, wird in der Nähe kurzzeitig ein Server zugänglich, von dem Sie Daten downloaden können, wenn Sie sich beeilen. Danke, Shepard. Damit kann ich vielleicht eine große Schuld begleichen. Wir reden später, Liara. Ja, wir haben jetzt überhaupt nicht nachgefragt nach den beiden. Sollten wir aber tun. Shepard, schön Sie wieder. Also, was kann ich für Sie tun? Ich suche Thane Krios. Er soll hier auf Ilium sein. Der Attentäter. Ja, der ist vor ein paar Tagen angekommen. Meine Quellen sagen, sein Ziel könnte möglicherweise die Firmendirektorin Nassana Dentius sein. Er hat eine Frau namens Serena kontaktiert. Serena hat ein Büro auf den Frachttransportebenen. Sie kann Ihnen vielleicht sagen, wo Krios ist. Und das ist Ihnen...